Grüß euch, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute machen wir einen echten Klassiker aus der italienischen Pasta-Küche, und zwar Spaghetti alla Puttanesca. Dauert ungefähr 20 Minuten, braucht nur so lange, wie die Spaghetti zum al dente kochen brauchen. Weitere Zutaten sind Kapern, Anchovies, also Sardellenfilets, passierte Tomaten, Chili, bekannt soll das mindestens werden, das Gericht, wenn nicht gar scharf, Knoblauch, schwarze Oliven, frische, glatte Petersilie, etwas Olivenöl und Pfeffer. Und ich fange schon mal an, die Zutaten klein zu schneiden. Und wenn es euch interessiert, bleibt dabei. Und wie gehabt, Action! Hier unsere klein geschnittenen Zutaten. Hier die Chili, den Knoblauch. Ihr müsst nicht so viel Knoblauch nehmen. Hier die Kapern. Auch da könnt ihr weniger nehmen. Das ist übrigens für zwei Personen. Und hier die schwarze Oliven, müsst ihr darauf achten, wenn ihr schwarze Oliven kauft, die sind zum Großteil gefärbt. Das sind keine wirklich reife Oliven, sondern die sind einfach irgendwie mit was gefärbt. Und das waren welche mit Stein, die habe ich so abgeschält. Aber es gibt schon welche, die sind auch schon klein geschnitten. Da spart euch die Arbeit. Hier die Anchovies, Sardellenfilet, die lasse ich ganz, weil die lösen sich sowieso auf, wenn die in die warme Pfanne kommen. Und hier die Petersilie, einfach so klein geschnitten. Und jetzt fangen wir an mit unserem Gericht und gehen mal an den Herd. Im Topf habe ich schon Wasser rein für die Spaghetti. Das habe ich schon angeschaltet und es wird langsam heiß. Und hier unsere Pfanne, die tun wir auch mal anmachen, und zwar auf volle Leistung. In die Pfanne habe ich schon mal etwas Olivenöl rein. Und jetzt warte ich mal, bis es richtig heiß ist. So, das Öl ist heiß. Fange ich mal mit dem Knoblauch an. Röste den ungefähr eine Minute an und dann kommen die weiteren Zutaten dazu. Der Knoblauch hat schon Farbe bekommen, jetzt kommen die Oliven rein, die Kapern und die Chili. Schalte wieder runter, wenn es zu heiß ist. So eine halbe Minute, kommt das Sardellenfilet dazu mit etwas Öl. Da kann man jetzt wirklich zuschauen, wie sie sich auflösen, die Sardellen. Nach einer Minute tun wir schon die passierte Tomaten rein. So, lassen wir es bei schwacher Hitze einfach vor sich hin köcheln. Wenn die Soße ein paar Minuten geköchelt hat, tun wir was von der Petersilie rein. Nicht zu viel. Wie man sieht, kocht jetzt das Nudelwasser und jetzt tun wir es reichlich salzen. Und zwar erst jetzt, wenn es kocht, nicht vorher. Das Nudelwasser muss so gesalzen sein, dass wenn man probiert, es schmeckt wie ein Schluck Meerwasser. Dann ist es perfekt. Jetzt können wir schon unsere Spaghetti reintun. Und das machen wir folgendermaßen, dass die uns nicht zusammenkleben. Die nehmen wir so in Hand und drehen sie so. So, vielleicht sieht man das, einfach so verdrehen. Einen Topf rein und reinfallen lassen. Dann fallen die so fächerartig rein. Und jetzt machen wir gar nichts, außer eine Zeit stellen, die auf der Packung steht, wie lang die Spaghetti brauchen. So, die lasse ich jetzt einfach reinkochen, warte ich, bis sie drin sind, und dann fange ich erst zu rühren an. Wie ihr seht, geht es wie von selber. Auf keinen Fall darf in das Kochwasser Öl rein. Ab und zu umrühren, dann geht alles gut, dann kleben sie auch nicht zusammen. Die Spaghetti sind fertig. Das schalte ich jetzt einfach aus und mache jetzt eins. Ich fische die jetzt einfach so raus und tue die mit etwas Kochwasser einfach in die Soße. Durch die schön mit der Soße vermischen. So sieht unser fertiges Gericht aus. Etwas garniert mit frischer Petersilie. Schmeckt sowieso ganz gut dazu.
Und jetzt wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachkochen und natürlich guten Appetit und bis zum nächsten Mal.